Das gefällt mir hier ganz und gar nicht. Nichts als Sand und Hitze. Ich fühle mich echt beschissen. Auf geht's! Sie haben in diesem Dorf Halt gemacht. Anscheinend lebt da jemand. Ich verstehe. Wie läuft es bei den Männern denn hier? Stepan ist am schlimmsten dran. Den anderen geht es aber auch nicht so gut. Nur wir hier sind noch kampffähig. Danke. Anna, du unter mir. Kundschaftet die Gegend aus. Wir müssen den verdammten Bunker finden und dann sofort aufbrechen. Mit dem Aufbrechen könnte es ein kleines Problem geben. Oberst, im Kessel ist kaum noch genug Wasser, um Tee zu kochen. Und die Kohle ist auch alle. Ich verstehe. Dann müssen wir uns auch darum kümmern. Anna, Demir, eine weitere Aufgabe. Sucht Wasser und Brennmaterial. Sam, mach die Männer bereit. Wir müssen eine Verteidigung aufstellen. Verstanden. Sei nur vorsichtig, okay? Bis bald. Artyom, wir müssen herausfinden, wer diese Männer mit dem Auto sind. Sie sahen wie gewöhnliche Banditen aus, aber wir können hier kein Risiko eingehen. Das Auto ist zum Dorf gefahren. Anscheinend haben sie dort eine Funkstation und da gibt es bestimmt die Informationen, die wir jetzt brauchen. Brech auf, sobald du bereit bist. Kreist, kann deine Motordraisine den Zug ziehen? Vielleicht, aber nur langsam und nicht allzu lange. Der Motor ist zu schwach für das Gewicht und wir haben nicht mehr viel Diesel. Tja, wenn wir genug Diesel hätten, bräuchte die Aurora keine Hilfe. Wieso? Ihr Feuerkasten war ursprünglich auf Kohle ausgelegt, aber sie hat auch eine Hitzeverkleidung und Einspritzdüsen für Flüssigtreibstoff. Warum hast du das nicht schon vorher gesagt? Sie haben nie gefragt. Funktioniert das Einspritzsystem noch? Das müsste ich überprüfen. Dann mach das zusammen mit Crest. Das erledigen wir in 0, nichts. Kein Problem. Aber davon haben wir auch keinen Diesel. Verdammt, die Sonne brennt heute aber heftig. Artyom, ich habe etwas für dich. Du gehst zurück zum Zug. Du holst die Lok. Gehst du raus? Dann sieh mal hier. Das hier habe ich gerade fertig bekommen. Hab ein paar TH-Patronen ausgehöhlt und mit Sprengstoff gefüllt. Ganz schön explosive Munition. Ach, das kannst du auch selber machen. Es ist ganz einfach. Denk dran, deine Waffen regelmäßig zu reinigen. Wegen dem vielen Sand. Joscha strengt sich zu sehr an. Wird ihm zu heiß? Bekommt er vielleicht zu viel Sonne? Kreist, kann deine Motordraisine den Zug ziehen? Wie sieht das Gebäude aus, Idiot? Artyom, ich habe etwas für dich. Gehst du raus? Dann sieh mal hier. Das hier habe ich gerade fertig bekommen. Hab ein paar TH-Patronen ausgehöhlt. Sprengstoff gefüllt. Ganz schön explosive Munition. Ach, das kannst du auch selber machen. Das ist ganz einfach. Denk dran, deine Waffen regelmäßig zu reinigen. Wegen dem vielen Sand.
ein Fehler, von dir herzukommen. Ich ergebe mich! Da bist du ja. Kommst du da wieder raus oder brauchst du Hilfe? Nein? Dann komm raus. Mit den Besitzern des Wagens können wir jetzt vermutlich nicht mehr reden. Hm? Wie schade, dass sie so still sind. Der Wagen scheint jedoch klasse zu sein. Nicht nur ein paar Räder, sondern auch noch ein mobiler Schutz im Sturm. Genau das, was du für deinen nächsten Einsatz brauchst. Denn da musst du etwas herumfahren. Während du in diesem Sandkasten gespielt hast, habe ich ein paar Antennen entdeckt. Das muss die Kommunikationszentrale sein. Ich denke, die ist in dem Leuchtturm dort, also solltest du dahin fahren. Der Leuchtturm ist so riesig, dass du ihn nicht verfehlen kannst. Ich muss bleiben und die Gegend im Auge behalten, aber sobald ich fertig bin, können wir uns dort treffen. Bis dann! Alle Mann zuhören, der Baron wird jetzt treten. Alle Mann zuhören, der Baron wird jetzt treten. Meine Herren, ich habe Neuigkeiten von einer Bande gehört, die einen Zug in unser Territorium einbringt. Das ist ungewöhnlich. Denn soweit ich mich erinnern kann, haben wir den Nachbarn gründlich beigebracht, dass solche Aktionen für sie gefährden. Diese Neuankömmlinge scheinen von Begriffen sein. Oder nicht aus der Nachbarschaft. Auf jeden Fall sollten wir herausfinden, wer sie sind und was sie wollen. Die Leute, die ich brauche, werde ich einzeln rufen. Alle anderen bereiten ihre Autos, Waffen und kampferprobten Sklaven vor. Sie werden vielleicht bald benötigt. Weitermachen, Leute. Der Baron hat gesprochen.
Ein neuer Eingang. Eine einheimische Frau hat uns kontaktiert. Kiel. Sie wird am Leuchtturm von Banditen belagert. Wenn wir ihr helfen, dann helfen sie uns, die Kommunikationszentrale zu öffnen. Diese Gelegenheit können wir uns nicht entgehen lassen. Wir sollten helfen, aber wachsam sein. An die Arbeit. Villa, Ende und aus. Sie ist hochgegangen!
Wer zum Teufel bist du denn? Ha! Jetzt habe ich Hilfe! Wir werden euch Hunde töten! Sehr bald! Euer Baron, warum ist er noch nicht hier? Und dann Tee trinken. Ist alles ruhig? Sind alle tot? Dann komm hier hoch. Miststück! Du Feind! Du hast meine Feinde getötet, daher betrachte ich dich als Freund. Die Tür ist verriegelt. Warte, ich lass den Aufzug runter. Baila tötet, ist mein Freund. Die Munai Baila, wie wir sie nennen, haben meine Leute zu Sklaven gemacht. Wollten mich in Fesseln legen. Der Tod ist besser. Kultur, hör dir mich? Leuchtturm, bitte
dich laut und deutlich. Dein Mann hat mir geholfen. Ich stehe in eurer Schuld. Aber warum seid ihr hier? 5 Jahre ist niemand gekommen. Nur Munai Baila. Tiun, was weißt du über die Antennen bei deinem Leuchtturm? Das war vor dem Krieg eine Kommunikationszentrale. Meine Mutter hat da gearbeitet. Sie war ein Kommunikationsoffizier. Das Gebäude ist seit langem verlassen. Ich habe dort nach dem Krieg Spuren von Mutter gesucht, habe aber nichts gefunden. Verlassen? Giul, wir haben dir geholfen. Kannst du jetzt unserem Mann helfen, da hineinzukommen? Gut, ich helfe ihm. Archon, du musst das Archiv finden. Es sollte sich in der Nähe der Kommandozentrale befinden. Such nach Aufnahmen von vor dem Krieg, ab dem Jahr 2013. Das hier wird bald da sein. Du kannst auf ihn zählen. Miller, Ende und aus. Wenn wir gehen wollen, dann besser jetzt, bevor noch mehr von ihnen kommen. Benutze die Werkbank, wenn irgendwas repariert werden muss. Es gibt alle möglichen Gefahren. Ein kluger Mann würde da nicht hingehen. Du scheinst klug zu sein, aber du hast keine Wahl. Bereit? Nein? Dann beeil dich, wir haben nicht viel Zeit. Vor dem Krieg war es hier schön, das Meer. Ich war 5 Jahre alt. Mama war jung, lebte noch. Jetzt ist hier Wüste. Die Tiere sind zu Freaks geworden. Die Menschen sind zu Tieren geworden. Meine Leute sind zu Eigentum geworden. Nicht von alleine. Die Ölhunde sind schuld. Das Öl blieb nämlich, obwohl das Meer austrocknete. Alte Menschen sind gestorben. Nur Junge sind übrig. Und sie gehorchen jetzt ihren Meistern. Die Munai Baila sagen, sie seien jetzt Feuergötter. Und die jungen Menschen glauben es. 5 Jahre nach dem Krieg starb meine Mutter. Ich war ganz alleine. Ich weiß, wie man die Tür öffnet. Ich war schon dort. Aber wegen der Spinnen bin ich nie weit hinein. Siehst du den Gang? Geh hindurch. Ich folge.
Der Strom ist schon lange weg. Wir müssen ihn einschalten, um das Tor zu öffnen. Die Tür öffnet sich erst, wenn wir den Strom einschalten. Geh dann nach links. Da ist ein schmaler Gang. Ich bleibe hier. Jemand muss den Strom bewachen. Wenn du Mamas Bild siehst, bring es mit. Dann werde ich dir ewig dankbar sein. Ugh.
Thank you.
Thank you.
Gebiet. Ich habe aber eine Idee. Wie gefällt dir das, Artyom? Wenigstens kannst du mich auf diese Weise hören. Laut Plan kann die Tür zum Archiv nur von innen und von Hand geöffnet werden. Du kannst aber durch den Lüftungsschacht hinein. Suche im nächsten Raum einen Eingang. In den alten Leuchtturm ist gerade abgeschlossen. Mit Giul noch länger in diesem Loch zu bleiben, steht außer Frage. Täglich schießen neue Gasgeiger aus dem Boden. Der Bunker könnte jeden Moment anschließen. Es ist nichts, worauf wir noch hoffen können. Niemand weiß, warum wir überhaupt noch hier sind. Und wir können definitiv nicht arbeiten.
Der Strom reicht nicht. Wir stehen bald im Dunkeln. Scheitern! Artyom, Giul, schnell weg von hier. Solange das Licht an ist, greifen Sie uns nicht an. Los, los, los! Ragmet. Danke, Artyom. Das ist für dich. Vater gab sie mir, als ich klein war. Damir sagt, ihr habt ein kleines Mädchen in eurem Zug. Gib sie ihr. Sie soll ihr Glück bringen. Ihr habt Glück. Die meisten Munaibailer sind auf einem Raubzug. Wenn sie hier wären, wärt ihr bereits tot. Aber jetzt haben wir die Chance, etwas zu ändern. Munai Bainer heißt in etwa so viel wie ölreiche Leute. Ölbohrer, nehme ich an. Hör zu, ich sage dir, wohin du gehen musst. Wenn du draußen bist, dann geh rechts. Die Straße hat früher zum Hafen geführt. Anna müsste dort irgendwo sein. Melde dich bei ihr. Sie hat vermutlich etwas Interessantes gefunden. Ich bleibe hier und versuche, mehr über diese Ölbohrer herauszufinden. Sobald ich nützliche Informationen habe, erstatte ich der Basisbericht. Sag mal, Viol, wie ist dieser Baron hier an die Macht gekommen? Meine Leute haben ihr Schicksal selbst gewählt. Was? Sie sind aus freiem Willen Sklaven geworden? Ja, ja. Die Munai Bailai sagen... Arbeite für mich, ich beschütze dich. Und sie haben einfach zugestimmt. Die Munai Baila sagen, betet die heilige Flamme an. Und sie haben wieder zugestimmt. Na, dann hatten sie wohl keine große Wahl. Sie hätten kämpfen können. Kämpfen und sterben, aber nicht als Sklaven. Also, bis dann, Artyom. Viel Glück. Auf Wiedersehen, Artyom. Basis, Anna hier. Dr. Sand. Ich bin in der Nähe des Hafens und beobachte die Hauptstraße. Hier tut sich was. Nichts Ernstes bislang, aber etwas Verstärkung wäre ganz gut. Verstanden, Anna. Ich leite deine Koordinaten an unsere Späher weiter. Alle Mann zuhören. Der Baron wird jetzt reden. Alle Mann zuhören. Der Baron wird jetzt reden. Also Leute, ich habe verbunden mit dem Wort dieser Kumpande gesprochen. Und ich weiß nicht, was ich sagen soll. Zum einen ist dieser Wort ein wahnsinniger Hunger. Und er macht keine Vergnügungstour. Oh nein!
Er wurde vom Oberkommando zu einem Einsatz hergelegt. Bezüglich der Details seiner Rekrade. Wobei der Begriff Einsatz auch geheim impliziert. Und wenn ihr glaubt, das ist alles, dann liegt ihr schwer daneben. Habt ihr eine Ahnung, woher dieser Oberst kommt? Direkt aus Moskau. Ich hab schon lange nicht mehr so gelacht. Aber das ist doch immer nicht alles. Dieser Clown will unser Wasser, unseren Treibstoff und das Transitrecht. Ein vernünftiger Mann, nicht wahr? Und im Gegenzug wird das Oberkommando uns später sicherlich belohnen. So eine Hühnerkacke habe ich schon lange nicht mehr gehört, Leute. Ich weiß nicht, wer dieser Oberst ist und wer ihm erzählt hat, dass wir alle Vollidioten seien. Aber das können wir nicht durchgehen lassen. Deshalb folgendes. Wer auch immer mir ein Mitglied dieser Zugbahn